Und hier ist wieder der Magic Viewer. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ein Video, in dem ich diese Waffe reviewe. Also, ran an den Blaster. Wie ihr seht, mega. Also auch mega Größe, mega rote Farbe, mega rote, riesige Pfeile. Wie ihr sehen könnt, naja, erstens die rote Farbe und zweitens... Das Weiß ist irgendwie schlecht gepaintet. Naja, das habe ich ja nur bei jedem Blaster irgendwie zu bemängeln. Aber es ist halt wahr, hier sieht man es ganz besonders deutlich. Und ich habe das Ding mit ein paar Kratzern bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Transporte das durchgemacht hat, aber... müsste man jetzt hier vergrößern. Also, wenn man sich das hier weiß anguckt, das ist da zerkratzt. Hier sind überall kleine Kratzer, hier ist ein Kratzer. Hier bei diesem... Knopf, auf den gehe ich später nochmal ein. Darum ist auch Kratzer, als hätte man versucht, mit dem Fingernagel da reinzudrücken. Und hier ist so eine komische Einstanzung oder sowas. Das sieht auch nicht so toll aus. Na gut, würde ich überleben. Ist wahrscheinlich fabriksbedingt oder so. Irren ist menschlich. Auch Maschinen können mal ein bisschen rosten oder so. Okay. Dann haben wir hier eine... Kim und Korn, diesmal viel größer als bei den anderen. Das finde ich extrem gut. Da kann man auch ziemlich gut beziehen, wie ich herausgefunden habe. Hier unten haben wir eine Tactical Rail. Aber da gibt es nicht wirklich ein nützliches Zubehör. Also, das einzig irgendwie lohnende wäre ein Laserpointer, ein Flashlight, ein Ziellicht. Hoffentlich zerfleischen die mich dafür nicht. Aber das sieht auch ein bisschen blöd aus, finde ich. Meine Meinung. Okay, das... zumindest haben sie es nicht hier oben drauf gebaut. Da wäre es ziemlich dämlich, hier so ein Zierlicht. Und wie lade ich das jetzt? Geladen wird das Ding nämlich so. Also ihr seht schon, mega riesig. Ich kann das ja mal so gegen meinen Unterarm halten, falls man das so sieht. Also das ist unglaublich. Es ist incredible. Und hier ist dann ein eingebautes Magazin. Und da baut man... da steckt man so ein Pfeil rein, aber die werden dadurch sehr gequetscht. Und deswegen würde ich euch empfehlen, immer mit der Spitze zuerst so rein. Das kann aber auch problematisch werden. Die tragen davon auch immer mal wieder so ein paar kleine Kratzer davon. Dann macht man das so zu. Und boom. Das hat nämlich ein integriertes Magazin, da passen drei Pfeile rein. Das ist jetzt nicht so viel. Ich meine, die sind ja auch riesig, die Dinger. Da würde ein ganzer Elite-Pfeil reinpassen. Das machen auch manche Leute, damit die Pfeile besser fliegen, damit sie stabiler sind. Habe ich nie ausprobiert, weil ich da nie einen ganz reingekriegt habe. Von hinten. Dann wieder zurückziehen, nach vorne, schießen. Altbekannt. Ja, und wie ihr sehen könnt, natürlich hier europäische Version. Ich gehe dann da später nachher nochmal drauf ein. Dann haben wir hier einen normalen Lauf, also die Elite-Waffen. Das ist ja auch an für sich eine Elite-Waffe, die Endstrike Nerf Elite Mega Magnus. Die normalerweise haben die dann gezogenen Lauf, der hier ist einfach nur gerade. Also ihr wisst schon, Spiralen, und der hat hier nur die gerade Linie. Das trägt nicht gerade dazu bei, dass die Pfeile weiter fliegen. Und hier mal einen ganz kurzen Vergleich vom Weitenschusstest zu der, von der hier zu der hier. Das ist die Strong Arm. Und Film ab. So, jetzt läuft die Kamera. Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Fieber bei einem wunderschönen Wetter hier an der Ostküste bei uns. Und da dachte ich mir, Schusstest bei der Endstrike Elite Mega Magnus. Und ich habe hier bereits zwei Pfeile reingemacht. Einen werde ich manuell abschießen und dann mal sehen, ob die Mega Magnus mit einer anderen von mir ausgewählten Waffe mithalten kann. Laden. Und jetzt ein manuell. Der erste Schuss war ja total verreckt. Ja, okay, also erst laden, dann reinstecken und dann abfeuern. Der Schuss weiter als alle anderen. Also zwei haben gepfiffen. So. Gut. Und dann hier der nächste Konkurrent, den habe ich extra schon mal ausgewählt. Ja, schön ausgewählt. Hier ist die Strong Arm, das große Comeback der legendären Revolver-Hild-Waffe. Versteht ihr? Revolver-Hild.
Hier haben wir 6 Schuss. Und die werden vom Wind abgetrieben, der war nicht so dolle. Und du hältst auch viel zu flach. Aber der ist trotzdem ziemlich weit geflogen. Ach du Heilige. Das ist ein deutlicher Kontrast. Echt? Na, wollen wir mal gucken. So, da haben wir also das Maßband. So, dann gucken wir mal. Und da haben wir einen roten Magnus-Pfeil. Also der hat sich hier schon bei... Bei wo? Sag mal. Bei 6,50 Metern verabschiedet. Der ist verreckt. 6 Meter und 50. Ein Magnus-Pfeil. Kurz danach 7 Meter und 30, ein Elite-Pfeil. Naja, die Strongarm ist berüchtigt dafür. Der hat sich sehr schön hingelegt, genau neben die 10 Meter. Nett von ihm. Praktisch. Auch die sind sehr kamerageil gelandet. Auf, jetzt muss ich wieder, wenn da die 13 Meter sind, sind hier die 12,60 Meter ein Elite-Pfeil. Und wieder ein Magnus-Pfeil. Auf, wie gesagt, naja, 12, 80, jedenfalls knappen 13 Metern. Weiter kam die Magnus nicht. Zählt mit, es waren 3 Mega-Magnus-Pfeile. Das ist der letzte, das war das weiteste. Und nur mal einen repräsentativ noch mal rausgesucht. Hier sind die 19 Meter, da sind die 19, 20 und da ist ein Elite-Pfeil. Und damit ihr nicht denkt, dass das eine Ausnahme war, Kameramann, bitte einmal eine Kamerafahrt nach rechts. Ja, das sieht man ja kaum da hinten. Die lagen hier also auch alle so. Da latsche ich jetzt nicht extra hin, aber die liegen auch bei 18, 19 Metern. Da. Und da. Ne? Glaubt das. So, ist ganz schön enttäuschend, oder? Ja, mein Fazit, die ist gar nicht so geil, wie ich gedacht habe. Aber aus der Nähe hat sie trotzdem eine gewaltige Kraft. Das müssen wir auch mal zeigen. Genau, das probieren wir auch noch aus. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Also ihr habt gesehen, das ist nicht gerade die Wonne, wenn man da schießen will. Aber das ist auch nicht ganz toll, wenn man lädt. Ich meine, da kann es auch mal schon zu kleinen Verstopfungen kommen oder dass der Pfeil ein bisschen eingequetscht wird. Ja, das ist die Folge. Sowas kann passieren. Ist nicht so toll. Aber bei Ladehemmungen, ich glaube, das ist nämlich so, in der Bedienungsanleitung war nur ein Bild davon. Ich habe es bei einem anderen im Review gesehen, dass hier dieser graue Knopf, auf den ich ja nochmal eingehen wollte, wenn man lädt, hier einen reinsteckt, wieder zumacht und dann Ladehemmung hat, dann drückt man ganz einfach diesen Knopf rein. Und kann dann ungehindert alles aufmachen. Die Ladehemmung ist beseitigt. Ich hatte ja noch nie Ladehemmung damit. Finde ich gut. Ist nicht so wie die Nerf Recon. Schlechte Erinnerung. Aber ganz ehrlich, ich bekomme den Knopf nicht reingedrückt, weil ich keine Babyfinger habe. Ich bin zwar klein für mein Alter, aber ich habe keine Babyfinger. Selbst mit dem kleinen Finger kann ich das Ding nicht ganz reindrücken. Und deswegen sind hier auch ein paar Kratzer. Die waren schon vorher, als hätte jemand die ganze Zeit versucht, da reinzudrücken und hätte mit dem Finger lang alles aufgekratzt. Ha, nicht so dolle. Und ich meine, na gut, ein Vorteil von dem Ding wäre, dass es in der Nähe richtig Power hat. Also ich habe mir das mal gegen Handrücken geschossen, das ist unglaublich, das zwiebelt. Und ich habe mal auch ein kleines Video gemacht, also ein Mini-Video, wie ich da meine Deodose umknalle und ihr werdet schon das Ergebnis sehen. Hi Leute, ich sitze gerade zwar außerhalb eures Sichtfeldes, aber ihr könnt mich ja hören. Ratet mal, was das hier ist. Richtig, das war die Strong Arm, denn mit der werde ich jetzt einmal auf diese Deodose hauen und danach werde ich das nochmal mit der Mega Magnus versuchen und mal sehen, welche mehr Durchschlagskraft hat. Fangen wir an. Also man kann jetzt nicht über meine Schießkünste jammern. Ich habe genau ins Schwarze getroffen, vor allem weil die Dose schwarz ist. Und die hat sich nur ein bisschen bewegt. Mega Magnus ist am Zug.
Okay, ich glaube, das war ein eindeutiges Ergebnis, oder? Muss man dazu noch was sagen? So, also das war mal ein guter Aspekt an dem Ding. Was ich auch an für sich ganz gut finde, ist der Griff. Der ist trotz der Größe der Waffe schön klein gehalten. Mit einer großen Nase. Also hier, den können... Der ist auch so gearbeitet, dass kleine Leute ihn greifen können. Aber auch für große Leute hier die Nase, das hier, naja, ist ja auch ein ziemlich großer Blaster. Hier ist er noch so ein bisschen hier mit diesen Rillen. Merkt man gar nicht. Und hier ist das rau verarbeitet worden. Also das bietet nochmal einen schönen sicheren Halt. Das Ding war noch geladen. Also ihr merkt, das Ding ist ziemlich laut. Der Blaster ist ziemlich laut. Das finde ich nicht ganz so toll. Also Nacht- und Nebelaktionen sind damit schon mal komplett weg. Nicht so toll. Also hier unten haben wir noch so eine Öse oder was es auch ist, um sich das Ding ranzuhängen. Also das wäre auch nicht gerade leicht. Ich meine, ne, wie hängt man sich das ran? Das ist riesig, das Ding. Aber an für sich auch ziemlich leicht. Ranbauen, jetzt so zum Ranbauen. Eine Schulterstütze kann man nicht ranbauen. Ich meine, wenn man das so lädt, also okay, da könnte man nichts ranhauen. Hier, eine Laufverlängerung, weiß ich nicht. Keine bisher erschienene Laufverlängerung könnte man daran machen, also zumindest habe ich noch keine gesehen. Aber es sieht so aus, als könnte man es eventuell, weil hier unten sind so Löcher eingearbeitet und da könnte eventuell so ein Clip rein, das klippt sich dann fest. Okay, das könnte eventuell, ich weiß es nicht, könnte was kommen, falls nicht, wäre ich ein bisschen enttäuscht von dem Ding. Bin ich auch so ein bisschen, weil, fassen wir mal zusammen, was ich jetzt so gelabert habe. Und vergleichen das mal mit der Strong Arm. Okay. Drei Pfeile. Die hat 6. Eine Tactical Rail hier unten, wo sie einem kaum was nützt, hat die hier oben. Und da nützt sie schon etwas. Riesiger Schlitten, den man ganz nach hinten ziehen muss, was nicht gerade schnell geht. Hier hat man einen Rapid-Fire-Modus, bei dem man so schnell schießen kann, dass die da alt aussieht. Und vor allen Dingen der Rapid-Fire-Modus an sich. Fehlt der Mega-Magnus auch? Ja, und das Aussehen, gut, könnte man jetzt spekulieren, aber ich sage, die hier sieht da besser aus. Also da muss ich ehrlich sagen, ich meine, man kann mal von der Größe nebeneinander halten. Fast gleiche Größe, aber die hier ist trotzdem viel kompakter und handlicher als die hier. Die ist einfach so ein wuchtiges Ding, da könnte man jemanden mit erschlagen, eher statt zu erschießen. Weil man da auch auf 15 Meter ran muss, bis man ordentlich was weghauen kann. Okay, also Fazit von den ganzen Dingen. Ich würde jetzt sagen, das ist nicht so unbedingt der Blaster für mich. Es ist ja nun auch so, ne? Das muss man berücksichtigen. Ich habe die europäische Version. Erkennt man daran, oh, das hier ist grau, das hier ist grau, das hier ist grau. Okay, es gibt dann noch die US-Version. Da ist das alles orange, was ich eben grau gezeigt habe. Und da soll eine bessere Feder drin sein. Die soll mitunter bis zu 30 schaffen. Okay, das ist gewaltig. Halte ich nicht unbedingt für wahr. Und auf unserem deutschen Karton stand drauf 22 oder 23 Meter, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube 22. Und das ist nicht mal eingehalten worden. Das waren 15 Meter, wie man ja vorhin gesehen hat. Ne? Ich glaube, es waren sogar bloß 13. Ja, ich habe... okay, so circa. Und ich meine, da muss man sich das extra aus der US&A einschiffen lassen oder muss eine Modding-Feder einbauen lassen. Finde ich nicht so toll. Also, wenn man auf große Handwaffen steht, ist sie natürlich toll. Aber man muss dann, wenn man an Feuerkraft was dazu kriegen will, muss man überlegen, ob man das Geld dazu nimmt und den Blaster entweder moddet mit einer neuen Blaster-Parts-Feder oder mit der US-Version, die man sich dann da extra einschiffen lässt, was ich ziemlich blöd finde. Oder man holt sich einfach so eine Strong Arm und ich meine, die kosten beide auch fast gleich viel. Und dafür ist hier viel mehr geboten. Und ganz ehrlich, mein endgültiges Fazit ist, dass ich die Strong Arm jederzeit der Mega Magnus vorziehen würde. Und ich werde die auch eventuell umtauschen lassen. Oder zumindest Geld zurückgarantieren und sowas. Weil ich finde, die ist nicht so meins.
Es ist natürlich Geschmackssache. Ich will jetzt niemandem sagen, ihr habt dann Scheiß zu Hause liegen. Ich will euch nur sagen, ich würde sie euch nicht unbedingt ans Herz legen. Mit diesen herzlichen Worten verabschiedet sich der Magic Beaver. Bis bald, Leute.